Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und wir schauen uns heute den Park von Sparks und Nessie an. Der heißt Jurassic Adventure Park. Wir sehen können, schneit's hier gerade. Sieht aber eigentlich ganz gemütlich aus, weil es nur so leichter Schnee ist. Hier ist der Eingangsbereich. Hier starten wir jetzt gleich die Tour. Aber es geht in die andere Richtung, also müssen wir immer die Kamera drehen. Nämlich geht's hier entlang. Und da muss ich schon mal sagen, das sieht echt sehr cool aus. Schöne Felsarbeit links. Und auch der Weg super eingekleidet mit diesen Dekoobjekten. Ich kann übrigens hier irgendwie mit der Kamera nicht weiter runter als so. Also wir müssen heute allgemein ein bisschen höher schauen. Liegt, glaube ich, an den Mods oder so. Oh, das sieht auch voll einladend aus. Das ist richtig cool eingebaut. Der Eingang hier zu der Einschienenbahn. Aber ihr wisst ja, Einschienenbahn bin ich nicht so der Fan von. Weil man da irgendwie nicht so viel zu Gesicht bekommt. Weil es halt keine Stops und sowas gibt. Oh, ich denke mal, das sind Mitarbeiterwege, die grauen. Aber scheint hier ein Fleischfresser zu sein. Aber wir gehen mal hier weiter. Und jetzt haben wir schon die Qual der Wahl. Links oder rechts? Ich gehe mal links. Und links gibt es auf jeden Fall eine Gyrosphärenfahrt. Und auch ein Gehege, wo wir die ersten Dinos sehen. Das sind Brachios und Uranus, so wie es aussieht. Oh, und rechts kann man auch schon eine Lagune sehen. Das ist auch cool, dass der Weg hier so hoch ist. Das heißt, man kann schön von dem Weg runter schon auf die Lagune und sogar so in das Becken reinschauen. Ich finde das ja richtig cool, dass das mittlerweile möglich ist, so Lagunen auf zwei Ebenen zu machen. Vor allem schwimmen ja auch die Wassersaurier von oben nach unten. Und natürlich auch umgekehrt. Wir gehen mal hier in die Galerie rein. Und da sind wir. Man kann da sogar was sehen. Nämlich, es ist der Schwanz von dem Mosasaurus. Ich habe da auch eine Mod installiert. Das stand auch in der E-Mail, nämlich für den Extra Large Mosa. Und, was ist das? Ein Tylo, glaube ich. Gehen wir unter Wasser. Oh, wir werden direkt hier begrüßt von Ichthys. Wie schön. Das hat man selten, dass man runterfährt und dann sind da direkt Wassersaurier, die man sehen kann. Also scheint hier so ein schönes Mischbecken zu sein. Da kann man auch nochmal den Tylo in der Ferne so ein bisschen erkennen. Übrigens, da oben ist eine Route 29. Ich glaube, das sind alle Flugsaurier. Die sind irgendwie alle aus der Lagune, nicht aus der Lagune, sondern aus dem Aviarium rausgeglitscht. Also wenn uns hier mal einer begegnen sollte, wisst ihr, woran es liegt. Ja, fahren wir mal mit der Gyrosphärenfahrt hier. Los geht's. Und wir sehen hier direkt eine Vielzahl an Pflanzenfressern. Stegos, Brachios und Amagas. Und auch sogar Paras. Also schon direkt vier Spezies hier im Eingang. Jo, leg dich einfach hier in den Weg, ist kein Problem. Richtig schön auf die Bahn gefläzt. Uranus haben wir hier auch. Der legt sich auch schlafen. Ich glaube, er will, dass wir weiterfahren. Fühlt sich bestimmt ein bisschen gestört von uns. Nehmen wir jetzt auch noch Archaeornithimimus sind es, glaube ich. Und sogar Dryos da vorne. Oha. Das ist ein richtig krasses Mischgehege. Also hier ist echt viel drin. Boah, im Hintergrund fährt schön die Einschienenbahn lang. Das sieht schon cool aus. Und da ist auch noch ein anderer Sauropode. Ich glaube, das ist ein Dreadnoctus rechts. Das sind beides Dreadnoctus, oder? Sieht aber beeindruckend aus von hier unten. Ja, beides Dreadnoctus. Da waren wir richtig. Styracos haben wir hier auch noch links. Hier ist einfach alles drin.
liegt mal fetten Uran auf der Strecke. Oh, und guck mal, hier ist auch noch ein kleiner... Ja, was ist das jetzt? Yango oder so? Können wir da auch mal nachgucken? Chunkingo, okay. Die verwechsel ich auch immer, aber die sehen sich auch super ähnlich. Hätte ich es noch schöner gefunden, hätte man hier einfach einen unsichtbaren Zaun hingemacht. Weil dann hätte man so richtig die Landschaft genießen können. Als wenn da noch so ein fetter Metallzaun vor ist. Guanodons haben wir hier auch. Also ich habe gleich keine Ahnung, wir haben hier schon 8, 9 Dinosaurierarten gesehen. Die Strecke ist leider ein bisschen sehr uneben. So ein bisschen Überglätten hätte da nicht geschadet. Und man fährt hier teilweise echt am Steilhang entlang. Oh, da hinten die beiden Brachios sehen auch schön aus, wie die nebeneinander laufen. Oh, da liegt auch noch was. Im Gras. Also hier sind überall Dinosaurier versteckt. Ich habe, glaube ich, auch eine Menge übersehen. Aber passiert. Oh, schön die Sounds. Ich liebe die. Somit das Niceste an den Brachios, wenn man die im Park hat, dass man die immer durch den ganzen Park schreien hört. Immer sehr atmosphärisch. Oh, das war voll groß, das Gehege. Hinten geht es auch nochmal rum, um so einen schönen Wasserbereich. Da sieht man nochmal Amagas. Und welche von diesen kleinen Stacheligen. Keine Ahnung, welche das jetzt sind, aber ich wollte jetzt nicht nochmal aussteigen und nachgucken. Und dann geht's hier zurück zur Station. Das sogar nochmal zur Verabschiedung. Ein Struthiomimus ist es, glaube ich. Und dann geht's weiter. Hier links wäre auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Aber wir folgen mal dem Weg. Nämlich nach hier vorne. Oh, da haben sie Panik. Könnte also sein, dass uns hier irgendwo gleich ein Flugsaurier begegnet. Das ist übrigens die Lagune. Das sieht schon cool aus, ne? Oh, wie groß der Moser ist. Oh mein Gott. Der ist einfach riesig. Das ist krass, ne? Der ist einfach größer als die Galerie. Da hätte man jetzt ein perfektes Bild aus der Galerie, aber ich glaube, wenn wir da jetzt reingehen, dann ist es schon vorbei. Der Schweif geht da sogar durch den Beckenrand durch. So groß ist der. Das sieht schon cool aus. Auch eine ganz tolle Lagunenform und ich finde es halt auch zweistöckig sehr cool. Das hatten wir ja schon mal gesehen. Ist echt eine tolle Idee. Und auch hier das Hotel richtig gut platziert und schön mit den Dekoobjekten gearbeitet. Also da haben dann die Besucher auch noch einige Sitzmöglichkeiten. Und wir können auch noch mal kurz den Blick vom Pool auschecken. Da kann man wirklich schön die Berglandschaft sehen und auch die Lagune und sogar auch in alle Richtungen schauen. Man kann ja auch hier hingehen und dann sieht man da auch die Lagune. Hier vorne gibt es dann auch noch einige Beobachtungsgalerien und Türme, damit man noch mehr Blickwinkel hat. Und das hier war übrigens gerade das riesige Gehege, wo wir durchgefahren sind. Also das ist wirklich gigantisch. Da kann man dann auch nochmal schön am Rand mit der Einschienbahn langfahren. Und im Hintergrund diese Berglandschaft, die liebe ich ja. Ich finde diese Kanada-Map sowieso mega schön. Wie riesig das alles ist. Die Lagune ist auch mega groß. Also das ist echt krass. Den Bereich hatten wir jetzt gerade alles uns angeschaut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier den Weg geradeaus. Da kann man tatsächlich auch nochmal schön von hier links in die Lagune schauen. Finde ich mega cool. Da habt ihr echt richtig gut mit den Höhenunterschieden gearbeitet. Aber wir biegen jetzt, glaube ich, erstmal einmal kurz hier rechts ab. Da ist nämlich auch nochmal ein schöner Besucherplatz mit ganz vielen Restaurants und anderen Trink- und Fressbuden. Und in der Mitte so ein schönes Gewässer. Mit ein paar Deko-Sachen, auch Felsen in der Mitte. Das sieht cool aus.
folgen mal diesem Weg hier, auch wenn der grau ist. Das Mitarbeiter- oder Besucherweg? Ich glaube, das ist sogar ein Besucherweg. Oh, da hinten geht auch noch eine Jurassic Tour durch. Oh, ich glaube, ich habe mich jetzt richtig verlaufen. Und hier sind die ersten ausgebüxten Flugsaurier. Ich glaube, wir werden da gleich noch mehr sehen. Kommen auch gerade Richtung Aviarium. Ist halt schade, ne? Manchmal glitschen die halt so ein bisschen raus, aber das kann ich leider nicht ändern. Das hier ist das Aviarium. Auch mega schön mit dem Vorplatz so gemacht. Den verschiedenen Wegfarben. Und auch die Form davon gefällt mir sehr gut. Mega kreativ. Sieht so ein bisschen links und rechts aus wie so ein Flügel von einem Flugsaurier. Finde ich richtig cool. Irgendwie sieht es auch cool aus, dass da noch so ein paar Flugsaurier-Dome herumfliegen. Ist auch irgendwie nice Deko, oder? Problem ist natürlich jetzt, dass hier jetzt die Flugsaurier fehlen, weil die alle im Park rumfliegen. Bisschen schade. Aber sehr schön gestaltet. So ein Fluss hier durch, schöne Felsarbeit, schöne Bepflanzung auch und auch Höhenunterschiede eingebaut. Das sieht schon cool aus. Fehlen halt leider nur die Bewohner, aber das kann ich nicht ändern. Werden wir gleich noch häufiger antreffen, glaube ich. Hier ist auch nicht einer mehr drin. Die sind alle draußen. Ja, da draußen fliegt einer. Ja, super. Und dann... da vorne war's. Hier rechts abbiegen. Da geht's nämlich jetzt nochmal zu einem Schneegehege, so wie es aussieht. Die Besucher benutzen irgendwie auch nicht die Wege. Liegt aber, glaube ich, daran, dass hier halt Panik herrscht wegen den Flugsauriern. Das sieht ja interessant aus mit der Jurassic Tour da oben. Ich sehe auch schon Indoraptor, Velociraptoren. Hier scheint auch alles Mögliche drin zu sein. Das hier ist eine Beobachtungsgalerie. Aber wir fahren da gleich auch, wie gesagt, mit der Jurassic Tour noch durch. Ich zoome jetzt einfach mal raus, dann sehen wir es gleich von oben. Also das mit der Tour ist richtig cool. Das scheint sich so wie eine Schnecke den Berg hoch zu schlängeln. Sieht optisch mega cool aus. Tolle Idee. Rechts war hier das Aviarium. Seht ihr das auch mal? Ist heute irgendwie ein bisschen chaotisch. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mich halt hart verlaufen und ist halt auch blöd, dass ich mit der Kamera nicht ganz runterfliegen kann. Aber wie schön hier die Felsarbeit auch schon wieder ist vor dem Zaun. Sieht mega gut aus. Also ihr habt euch da so viel Mühe gegeben. Und ich glaube, ihr findet den Jurassic Park 3 Zaun richtig gut, weil den habt ihr echt viel verwendet. Ein Fettmetallzaun. Der sieht aber auch cool aus, das muss man ja sagen. Und wenn dann da so ein Alu hinter ist, so wie hier, dann macht das auch Sinn, dass man den hat. Weil so einem Alu möchte man nicht begegnen. Boah, da oben sind auch nochmal Türme. Krass. Da hat man bestimmt eine richtig gute Übersicht. Das hier ist auch nochmal eine Beobachtungsgalerie, so wie es aussieht. Und hier sind auch nochmal Hotelanlagen. Aber ich möchte jetzt mit der Tour fahren. Ich weiß gar nicht, wo der Eingang dazu ist. Ich glaube, auf der anderen Seite oder so. Ich weiß es nicht. Ah ne, hier ist die. Ach, voll versteckt. Auch mega gut eingebaut. Also können wir jetzt hier mit der Tour einmal fahren. Direkt durchs erste Jurassic Park Tor. Hier sind auch wieder viele Höhenunterschiede. Und da ist auch ein Fleischfresser. Hier ist voll das Mischgehege schon wieder. T-Rex sehe ich.
Dann ist das hier, glaube ich, der Kyanzosaurus. Also es scheint wieder alles drin zu sein. Akrokanto habe ich vorne auch schon gehört. Und hier im nächsten Gehege ist ein Spino. Also ihr habt ja richtig viele Spezies untergebracht. Ist natürlich unrealistisch, also ich bin da persönlich nicht so der Mega-Fan von. Aber wenn man viele Spezies unterbringen möchte, muss man das, glaube ich, machen. Ich glaube, irgendwie 94 Spezies. Sind das alle, die es im Spiel gibt? Ach nee, 79 Dinosaurier, okay. Gerade in der E-Mail gelesen. Ich glaube, es gibt gar nicht 94 Spezies. Ich glaube, es gibt weniger. Aber das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? 79 verschiedene Dinosaurier. Beziehungsweise allgemein 79 Dinosaurier wahrscheinlich. Verschiedene wäre krass. Aber da ist ja so ein bisschen Chaos auch vorprogrammiert, muss man sagen, wenn man so viele verschiedene Spezies in einem Gehege hält. Dann sind die halt auch immer panisch und jagen einander und sowas. Jetzt kommen wir in das coole Schneegehege. Hier ist nochmal ein Carnotaurus, direkt vor der Fotostation. Ich glaube, der möchte nicht, dass wir ein Foto machen. Oh. Okay, Majungasaurus hat auch keinen Bock auf uns. Perfekt. Und Allosaurus juckt's nur ein bisschen. Und hier ist auch ein Indoraptor. Also ist wirklich alles wild durcheinander gemischt. Auch eine wilde Ziege erwartet uns hier. Oh, hier ist sogar noch ein zweiter Indoraptor. Gucken, ob der jetzt die Kollegen angreift. Das wäre lustig. Na, er läuft da leider nur dran vorbei. Schade, schade. Haben wir hier rechts. Alberto. Velociraptoren. Hier sind noch mehr Velociraptoren. Ja, das sind jetzt ja auch schon wieder 6, 7 Spezies gefühlt in dem Gehege. Aua. Ich finde die Idee hier voll cool mit der Tour. Ich hätte es aber irgendwie noch ein bisschen cooler gefunden, wenn man wirklich nur einmal hochfahren würde und dann eine andere Strecke runter. Weil das gleiche Stück wieder zurückfahren, das werde ich jetzt gleich nicht machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, da bin ich zu faul für. Aber die Idee ist echt cool, hier so hochzufahren, komplett auf den Berg. Wäre halt jetzt noch cool gewesen, wenn es einfach hier hinten dann wieder runtergegangen wäre. Also so in diese Richtung. Oh Gott. So wie wir es jetzt machen. Hi. Lass dich nicht stören von uns. Ich finde halt, dass so ein bisschen das Problem ist, wenn man so viele Dinosaurierarten hier hat, dass man das dann nicht mehr so zu schätzen weiß. Die einzelnen Dinosaurier, die da sind. Wisst ihr, was ich meine? Oh, das ist cool hier. Da fahre ich nochmal durch. Das finde ich mega nice. Richtig schön gebaut. Ein richtiger Engpass mit Felsen. Das ist ein Silophysis, glaube ich. Und dann kommt da rechts einfach ein Spino. Ich glaube, ich werde auch viele Spezies hier übersehen. Aber das passiert halt, wenn hier so viel gemixt ist. Wie hieß denn der nochmal? Kryo, ne? Kryolophosaurus. Ja, auch wieder richtig schön rechts und links mit den Felsen gearbeitet. Hier auch nochmal so eine richtige Schlucht. Und dann ins nächste Tor. Und nochmal das nächste Tor. Und dann wieder ins Anfangsgehege.
Sind auch alle von der Gestaltung komplett anders. Sehen alle aus wie andere Biome. Das hier finde ich auch sehr schön von der Bepflanzung. Protoceratops, Dilo. Da liegt hier einfach so ein Rex hier auf der Strecke. Und dahinter sind dann zwei... Ist was? Zwei Carcharodontosaurus. Ich glaube, das hier ist ein Troodon. Oder, nee, das ist ein Coelophysis. Waren das vorhin Troodons? Ah, die beiden verwechsel ich leider immer. Kann beides sein. Sehen sich auch immer so ein bisschen ähnlich. Wir drängeln uns aber vor. Oh, und hier sind auch noch Kompis. Die mich nochmal schön wegschieben. Und jetzt geht's nochmal diesen coolen Weg nach oben. Habt ihr gut übergeglättet? Also natürlich ist der steil, aber ich finde, das geht noch. Ihr wolltet hier halt wirklich das Ganze richtig schön hoch machen. Damit man nochmal so einen tollen Aussichtspunkt hat. Das sieht auch richtig cool aus. Auch wieder tolle Felsarbeit. Ihr habt auch richtig viele Objekte platziert. Wundert mich, dass das noch alles einigermaßen gut läuft von den FPS. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung für mein eigenes Parkbauprojekt. Dass ich das dann doch noch relativ groß gestalten kann, weil ihr habt hier so viele Objekte benutzt und das Spiel scheint noch gut zu funktionieren. Oh, wie beeindruckend das aussieht von hier oben. Das ist natürlich toll, ne? Wenn man dann nochmal so eine Übersicht hat. Sieht schon crazy aus. Richtig cool. Solche Aussichtspunkte sind echt was Tolles. Und das habt ihr auch noch in die anderen Richtungen gemacht. Das heißt, man kann überall nochmal hingucken, den gesamten Park sich nochmal anschauen. Da bin ich gar nicht so verwirrt durch den Park gelaufen. Das ist eigentlich ziemlich perfekt, dass ich jetzt am Ende nochmal hier gelandet bin und jetzt nochmal eine perfekte Übersicht habe. Kann man dann sogar nochmal die Mosas sehen. Oh, dahinter ist, glaube ich, auch nochmal ein Gehege. Oh ja, ganz sneaky. Habe ich fast verpasst. Baryonyx-Gehege kann man hier auch nochmal sehen. Ja, falls ich sonst was übersehen habe, dann tut es mir sehr leid. Aber das waren wirklich viele verschiedene Dinosaurier. Und ein sehr beeindruckender Park. Richtig coole Ideen dabei gewesen. Das war der Jurassic Adventure Park von Sparks und Nessie. Vielen, vielen lieben Dank. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Und falls ihr den auch mal ausprobieren wollt, findet ihr das Safe Game unten in der Videobeschreibung. Falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt, dann könnt ihr auch in die Videobeschreibung schauen. Und ich würde mich auch sehr über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.